Hooray! Da sind wir auch schon wieder. Hooray! Willhauser und Palando hier. Hallo! Hallo! Also mit diesem Timing am Fluganfang müssen wir nochmal üben. Ja, ja, das sage ich dir. Das war einfach so. So ungewohnt, ne? Das machen wir sonst ja nicht. Nie! Eigentlich nie. Nee, nee. Never ever. Never ever. So, sollte euch dieses Todeskommando heute gefallen, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo, dann verpasst ihr auch keine suizidalen Versuche mehr. Oh ja. Also gesehen habe ich oben eine Menge Fallschirme. Die Frage ist, wo gehen die alle so hin? Oh, sehr weit über uns noch. Ganz weit oben. Ja. Hinter uns auch ein bisschen, aber und Military, ja, irgendwo. Nee, Military fast überhaupt nichts, hätte ich jetzt mal gesagt. Wenn überhaupt wieder so ganz da hinten, wo diese abgebrochenen Türmchen sind. Weißt du was? Das könnte ich das nicht mal hier, warte mal. Wie weit ist denn das ungefähr? Nee. So weit ist das nicht. Kürzer, kürzer, kürzer. Oh. Was für coole Geräusche. Bist du das? Ja, ja, mit dem Mörser. Achso, ah, okay. Ja, ist das sehe ich jetzt nicht. Sehr cool. Ich habe einfach mal da hinten reingejuchzt, wo die alle runtergekommen sind, in der Hoffnung, dass das was wird, aber... Na, theoretisch müsste dann ja jetzt die Anzeige kommen, wenn du irgendwas getroffen hast. Ja, genau, habe ich nicht. Okay, dann... Ist das schade? Das ist schon schade, ja. Karabiner. Oh, hier, guck mal. Pupf hat's gemacht, Olli. Pupf. Mhm. Also nur für den Fall hier oben ist noch ein Karabiner. Okay, ich habe jetzt die SLR und ich glaube, dabei belasse ich es gerade mal. Karabiner ist besser. Ja, ja, das weiß ich. Guck, ob ich da hinten dann noch hin oder ob ich hier eventuell. Weisen oder Vektor, das ist hier die Frage. Ich glaube, die Antwort ist gefallen. So, hab ich doch schon. Wundere mich gerade, was ich hier für ein Schlons loote. Mhm. Was machen die denn da? Ich will mitmachen. Ja. Schade, dass ich mit dem Mörser keinen getroffen habe. Ich habe noch nie einen Mörser-Kill gehabt. Okay. Ich meine, so oft haben wir den Mörser ja auch noch nie eingesetzt. Benutzt? Nee, nee. Oder noch nicht. Was wir jetzt sagen könnten, was weiß ich. Bei 10.000 Mal. Ich gehe jetzt in Richtung der Schüsse. Ja, ich auch. Nur gucken, dass ich hier da hinten irgendwo bei dem großen Gerüst. Jupp, jupp. Eieieiei. Dings hier, Hagelschlag, wollte ich gerade schon sagen. Oh, das ist unlucky. Ja, wir müssen erstmal irgendwo rein, glaube ich, sonst könnte es eng werden.
Hui. Das ist jetzt so, wenn die Action gehen wollten, werden wir genötigt, ins Haus zu gehen. Ja, das sage ich dir. Scheiße. Hier vorne wäre ein Fahrzeug, wenn wir dann nicht den Notfall-Pickup nehmen wollen. Notfall-Pickup, hast du einen? Mhm. Wollen wir mit dem Auto da in die Richtung mal fahren und notfalls dann mit dem Notfall-Pickup abhauen? Ich glaube, ich werde beschossen von da hinten. Da hinten habe ich wen gesehen. Ich sehe auch wen, ja. Jetzt Straße. Da. Ausgenockt. Der, den ich markiert habe, nicht. Der war an der Ecke. Ach, verdammt. Er hat meine Markierung nicht genommen. Da ist er. Und meiner ist tot. Scheiße, dann sehe ich von hier nicht, muss auf dem Dach runter. Da hinten ist er. Ja, ist genau unter dem Gebäude, das sehe ich von hier nicht. Jetzt sehe ich ihn gerade auch nicht. Ich hatte ihn relativ gut meine Markierung ist auch viel zu weit links, weil es nicht durch den Zaun durchgegangen ist. Da hinten ist er. Genockt. Ich habe ihn noch nicht mehr gesehen. Ich glaube, jetzt ist er hin, ne? Nee. Läuft immer noch, kriecht immer noch. Ach, da jetzt sehe ich ihn. Jetzt auch gefallen. Ja. Das bedeutet kurz, aber trotzdem, dass noch irgendwer lebt. Ja, nur nochmal kurz für Doofe, du hast einen Airdrop? Notfall-Pickup, ja. Könnte genau. Ich hier jetzt setzen. Dann komme ich zu dir runter. Wollen wir es schon benutzen oder noch warten? Weiß ich nicht, wir haben theoretisch hier auch zwei Fahrzeuge, also wir können. Haben ganz viele Optionen. Okay, komm mal zu mir hoch, bitte. Ja. Außen kam man da, ja genau. Hm? Außen dran, genau. Ich leg dir nämlich mal einen Schalli hin. Hab ich, für beide Waffen. Hey. Deswegen hast du mich eben gerade nur alle wegtöten gesehen und nicht nichts anderes. Okay, soll ich den Notfall-Pickup dann jetzt hier hinstellen? Hinpacken? Ja, würde ich sagen, ja. Ich guck nochmal ganz kurz, ob ich noch irgendwas. Ja, passt. Oder hinten kommt auch die Zone schon. Ja, hau ich mir schon mal einen Boost rein, wa? Mhm. Ich hab nur eine Energy. Hahaha, aber egal. Machen wir nachher. Das sage ich dir. So viel Hepp. Am Menschen gehen. Mhm. Mal was anderes. Unbedingt. Nicht, dass wir wieder. Ne? Und so. Ja, es immer dasselbe. War ja nicht so gut. Nee, das stimmt. Aber nochmal, insgesamt gegen vierer Teams ist schon schwer. Ja. Das stimmt. Leben noch die Hälfte. Mhm. Menschen ist natürlich absolut Flugroute, ne? Vielleicht sollten wir weiter weg von der Flugroute gehen. Ich bin, wie gesagt, für alle Schweinereien offen. Wir können auch, weil das ist fast Ende, wir können auch irgendwo dahin und dann von da aus, von der Küste aus, ran. Ja, lass das mal machen. Aber es ist auch wieder Flugroute, da sind mit Sicherheit Leute runtergegangen, oder? Das glaube ich nicht. Das ist so spät.
du so spät runtergehen? Also machen wir immer, wenn wir Angst haben. Ja, aber das machen wir auch immer nur dann, wenn wir dann gegen böse Gegner zu kämpfen. Nein, das passt schon. Lass uns da mal ruhig. Guck mal, das ist ja genau jetzt die neue Zone. Der Rand der neuen Zone. Das ist doch perfekt. Da wird es uns gut gehen. Das sagst du nur so. Nee, das meine ich so. Ich glaube, auf mein Haus, was ich markiert habe, ist ein Pfannkuchenladen. Können wir da lecker Pfannkuchen essen. Also du hast markiert, glaube ich, einen Zaun oder eine Mauer. Meinst du? Ja. Aber da steht ein Holländer dahinter, der Pfannkuchen verkauft. Okay. Kannst du glauben? Ich habe, du hast recht, ich habe einen Zaun markiert. Du hast nur einen Zaun markiert, eine Mauer. Ja, aber einen schönen naja. Zaun. Da steht übrigens auch direkt ein Auto noch vor der Haustür. Also theoretisch können wir dann direkt weiter. Oh, hier ist ein Fahrzeug. Irgendwo in der Nähe. Ganz viele Autos hier. Hier stehen 4 Autos rum. Hier kommt jetzt direkt was an. Ach, das ist Olli. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht auf dich geachtet, sondern wirklich Geräusch und dann... Du musst auf mich achten. Das geht so ja. Nicht weiter. Du hättest ja sagen können, ich habe übrigens ein Auto mitgebracht. Nee, ich teste dich. Ich trainiere dich. Ja, ja. Lieber Markus, gibt fein acht. Ich habe dir etwas mitgebracht. So. Aber ich habe dieses getarnte, dieses Kuhfleckenauto hätte ich, glaube ich, viel lieber. Meins. Mein Auto. Guck hier das. Das ist so ein Kuhfleckenauto. Wo bist du denn mit Kuhflecken getarnt? In einer Kuhherde, aber sonst. Ja, ja, genau. Ist das nicht so? Dass sonst, fällt mir kein Anwendungsbereich ein. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Oh, ich hänge ja an der Stufe. Scheiß Pimps. So, jetzt noch ein Vierer. Was brauchst du auch nicht mehr, ne? Nee, ich bin wirklich gut ausgestattet. Dann ist ja gut. Ich habe eigentlich... Ich habe sogar noch eine Pfanne über. Wenn du eine Pfanne möchtest, ist direkt in mir, bei mir eine Pfanne. Rauchsplitter. Markier die mal, hol mir die mal um dich. Ist direkt hier bei mir, deswegen sagte ich. Guck gerade. Wenn du Benzin findest, da ist so ein Flugteil. Okay, aber ich kann nicht fliegen. Dann müssen wir das mal üben. Wahrscheinlich ist wieder SW und WS und KP und. Das kann ich doch immer nicht. So, Energy Drinks. Alles nicht mehr schleppen. Das ist Energy 2000, glaube ich. Was hast du denn schon wieder geraucht? Nichts Gutes. Nur so ein schlechtes Kraut. Außerdem ist das noch nicht legal, also lass das. Ja, das stimmt. Aber nicht mehr lange. Und dann sind 50 Gramm legal, Olli. Wollen wir dein Auto nehmen und dann näher ran? Ah, na gut. Okay, dann ist ja gut. Guckst du hier? Ja, ja, aber ich habe keinen Benzin. War aus wegen ist nicht. Ne, E-Auto gibt's hier noch nicht, ne? Ich glaube nicht, habe ich nicht gesehen bislang. Und ich glaube, es ist ein russischer Programmierer, ne? Ja, genau, da wird nur verbrannt.
alles verbrannt. Ich muss niesen. Das ist schlecht. Das hören die dann. Ich will mich auch nicht verraten. Nee. Oh, hier ist noch ein Erweiterungsmagazin AR, wenn du brauchst. Ich bin mir gar nicht sicher, ob hier wer ist. Komm zu dir rüber, falls da wer ist. Nee. Hier ist schon niemand. Bronkovic und Slivovic sind da, glaube ich. Auf jeden Fall eine Menge Energy noch und. Ja, ja, ich nehme gerade noch mal ein bisschen was. Hier oben liegt auch noch ein. Komme. Hier wäre ein Fahrrad, weil du fährst doch so gern Fahrrad. Ja, dafür kennt man mich. Ja, bist ein Radfahrer. Ja, doch auf 195 da hinten irgendwo. Wollen wir den zumindest optisch abscannen? Dass wir jetzt so laufen, weil die nächste Zone kommt ja auch, dass wir dann. Ja, aber dann gehen wir. Also wir können jetzt Richtung Zone gehen, jo, aber. Aua. Ja, so ein kleiner Hückel, ne? Und dann. Natürlich wieder Schaden gekriegt. Mit Fahrzeug? Okay. Ja. Mit der Flucht. Endgame ohne ist immer, haben wir gemerkt. Keine Deckung, nix. Und so haben wir immer die mobile Deckung dabei, weißt du? Mhm. 12. Da unten ist der Airdrop, mal gucken. Ob sich noch wer versucht. Irgendwo da hatte ich ihn rauchen sehen. Bitte? Irgendwie da so. Da wo ich markiert habe, da hockt wer, glaube ich, oder? Achso. Gott, wie weit ist das? Siehst du den auch bei Gabe? Ja, ich glaube, ich habe ihn sogar getroffen. Du hast ihn getroffen, krass. Ich treffe ihn nicht. Ah, ich hab ihn ausgenockt. Okay, dann du. Langsam. So viel 7er Moon habe ich gar nicht. Könnte der bitte mal sterben? Schüsse links von uns. Jetzt sehe ich Vögelchen nicht mehr. Ja, Schuss habe ich auch gerade gehört. Der hockt da noch. Oh, ab ihn. Oh, sehr 631 Meter. Wow, 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 wow. Okay. Ich habe übrigens den Assist bekommen. Also meine Kugel, die dann runtergefallen ist, hat tatsächlich auch noch Schaden auf ihn gemacht. Der hat sich jetzt nicht viel bewegt, als wir auf ihn gezielt haben, muss man sagen. Ne? Ist auch nicht weggekrochen. Ja, worden, ja, ne? Ja, okay, das ist. Aber. 10 am Leben übrigens. Dichi. Mhm. Ist Dichi eine Übersetzung für Dicky? Nee, 10. Das hätte jetzt auch gesagt, Dicky. Ja, ja, das ist. Oh, hier. Wir könnten mit dem Huatz weiterfahren, wenn wir wollen. Irgendwie am Zonenrand lang oder wie auch immer. Ja, ja. Weil das ist mobile Deckung, weißt du? Ups, warte. Jetzt hat das Öffel nicht genommen. Oh, jetzt fährst du aber in Richtung Gegnerze, ne? Da waren, glaube ich, die Schüsse. Hast du dir die kleinen Zonen angeguckt? Ja, ja. Die sind überall Gegner. Rechts, rechts, ja, rechts ist auch noch ein Schuss. Oh, was war denn das gerade?
Hast du gerade einen Energy getrunken beim Fahren? Nein. Okay. Vorher. Okay. Weil das sah aus, als wenn so eine Energy-Dose war. Warte mal bitte. Ich will jetzt mal gucken. Ja, da unten wird noch geschossen irgendwo. Irgendwo hier 160 Grad. Sind Schüsse zu hören. Oh, da rennt wer über die Straße. Da unten. Warte, ja, ich guck gleich. Da, kommt er. Ist er im Graben? Da sehe ich. Ich brauche Hilfe und Schusshilfe. Ja, ich schieße auf. Oh, ja, ja, links neben mir. Links neben mir, direkt neben mir. Ja, ich laufe, ich laufe. Ich laufe. Ja, ich, keine Chance. Jetzt geht dann Baum links, weil der ist da unten. Da unten, neben dem Baum da vor dir. Siehst du den da hinten? Ja, ja, ja. Sein. Rechts da. Zwei? Ja, es waren zwei. Mindestens zwei. Rang 4. Na, das Ende war schlecht gespielt von uns. Schade. Aber war eine schöne Runde. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.